Hallo, ich bin Wolfgang Link und begrüße euch in Frankens Meridian. Heute zu einem ganz berühmten Bariton unterwegs, nämlich zum Christoph von Weizel in Unterzenn. Und ich glaube, man hört ihn schon bei seiner Probe. Und vielleicht können wir ihn da überraschen. Hallo, grüß Gott. Hallo. Servus. Schön. Grüß Sie. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr von Weizel, einen der bekanntesten Bariton in unserer Region. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke schön fürs Kommen. Herzlichen Dank. Also prima, dass ich bei dir sein darf. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Vielen Dank dafür. Und in diesen tollen Hallen hier, bei diesen prunkvollen Spiegeln und Bildern, wie ich gesehen habe, da finden auch deine Konzerte statt? Richtig. Hier finden die Orangerie-Konzerte Schloss Unterzenn statt. Wir stehen in der Orangerie, eine 18. Jahrhundert Orangerie mit einer bescheidenen, aber doch schönen Dekoration, ohne Strom, nur mit Kerzen. Und hier wird auch das internationale Liedfestival Dein Lied vom 12. bis zum 14. Juli stattfinden. Ist es schon gleich? Es, ganz bald. Wir sind schon stark in den Vorbereitungen. Wir sind ja, Christoph, wir sind ja hier in dem Schlosspark von Unterzenn. Ich habe gehört, du bist ja nicht so wirklich ein Franke. Wie kommt's denn das? Was hat dich denn nach Unterzenn, also wirklich nach Franken verschlagen? Also mich hat natürlich meine Frau hierher. meine Frau hat mich hierher gebracht. Mir hat aber Franken schon vorher sehr gefallen. Ich bin in Würzburg gelebt eine lange Zeit. Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Menschen, die Natur ist herrlich. Du hast mich jetzt gerade wirklich schon begeistert, wie ich das gehört habe gerade. Ich habe so ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich wirklich sagen. Also sehr schön. Das war Schubert. Ja. Franz Schubert. Mir wäre es jetzt nicht aufgefallen. Und jetzt würde ich dich gerne begeistern von einem Gericht, das man vielleicht zu Hofe früher mal gekocht hat. Ich habe hier eine großzügige Küche aufgebaut, extra für dich, um dir zu zeigen. Einmal ein Gericht, das ein bisschen hier für die Umgebung passt, also genau für den Schlosshof passt. Wir machen Schweinefilet im Speckmantel, machen einen Paprika-Chutney dazu und das machen wir ganz besonders raffiniert. Und dazu müssen wir jetzt zuerst mal das Schweinefilet einwickeln. Das mache ich jetzt auch. Und du bist ja auch leidenschaftlicher Koch, oder? Ja, ich koche sehr gerne. Ich brauche aber immer ein bisschen Zeit, aber ich liebe es zu kochen. 5-6 Minuten von jeder Seite. Das drehen wir dann mal und dann wird es mega lecker werden. Das schaut gut aus. Jetzt machen wir noch unser Chutney dazu. Das machen wir hier Pfanne heiß. Geben wir ein bisschen Rapsöl in die Pfanne. Und dann habe ich hier Knoblauch vorbereitet. Den Knoblauch, den dünsten wir hier ein bisschen an. Knoblauch ist überall ein tolles Parfum. Ja, genau. Und in dem Fall auch. Okay. Und das werden wir auch gleich riechen, wenn der jetzt gleich ein bisschen anfängt, das Blubbern. Aber er darf nicht braun werden, oder? Genau. Und dann wird er nämlich bitter. Ja. Genau so ist es. Richtig scharf? Oder? Nee, pikant. Also, genau. Okay. So, jetzt dürft ihr mal ein bisschen rühren, bitte. Und ich gebe dir jetzt schon mal die Chilis rein. Da machen wir genau das Gleiche jetzt. Mhm. Dass wir das auch ein bisschen anaromatisieren. Und dann habe ich hier Staudensellerie vorbereitet. Den geben wir rein. Hey, und wir geben den Paprika rein. Sabarot, das sieht aber sehr gut aus. Das sieht schon mal sehr bunt aus vor allem. Gell? Wunderschön. Wichtig ist, dass eine Aromenvielfalt reinkommt. Und deswegen habe ich hier ein paar Kräuter vorbereitet. Und da kann man Thymian oder Rosmarin nehmen. Und die zupfen einfach ein bisschen ab. Und wenn du das mal riechst, schau mal, das brauchst du bloß ein bisschen anheben und dann ist es ein wahnsinnig toller Duft. Und das geben wir damit rein. Nur die Blätter am besten. Das sieht gut aus. Herrlicher Duft. So, und da müssen wir jetzt auch noch ein bisschen Salz und Pfeffer reingeben. Ich rühre zwischenzeitlich weiter. Und du darfst mir hier diese Tomaten gerne ein bisschen... Alle? Ja, die wirst viertel. Okay. Genau. Und dann in Zwischenzeit habe ich hier noch Preiselbeeren. So, das ist so Preiselbeerkonfitüre. Und die gebe ich so 2 Esslöffel mal mit dazu rein. Das ist so diese süße Komponente, dass es einfach ein bisschen schmatzig wird. Ja. Also ich sehe schon, das klappt auf jeden Fall schon mal perfekt. So, mit dem Schnippel, das ist kein Problem. Und das Ganze, das muss jetzt noch ein bisschen weich kochen. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns jetzt mal unser Schweinefilet an. Du siehst, dass es jetzt schon auf der einen Seite schön gegart ist. Ist das nicht sensationell? Das sieht sehr fein aus. Genau, und das legen wir jetzt auf die andere Seite auch nochmal. Ähnlich lange. So, Christoph, und schau mal, jetzt ist es schon ein bisschen weich.
Und mich würde natürlich jetzt schon mal dein Urteil interessieren. Probier es doch mal. Ja, sehr gern. Sehr fein. Interessant. Die Süße der Preiselbeeren da drin. Ja. Das ist sehr schön. Und der Thymian, der ist ein richtiger Überraschungseffekt. Wir haben Pinienkerne noch vorbereitet, oder ich habe Pinienkerne vorbereitet. Die geben wir jetzt auch noch hier rein, dass man so eigentlich von, eher von einem Pesto kennt. Aber in so einem Chutney passt es auch hervorragend gut dazu. Und in Zwischenzeit machen wir noch den Granatapfel kurz ausbrechen. Jetzt bin ich gespannt, wie du den öffnest. Also in dem Fall mache ich es ganz unspektakulär. Ich schneide den auseinander. Schneide ihn nochmal auseinander. Und breche einfach die einzelnen Kerne aus. Ja. Das ist, wenn man das dann am Gaumen hat, ein ganz besonderes Erlebnis, wenn diese Granatapfelkerne so crunchen. So, und jetzt haben wir beides schon fertig und schauen wir, wie herrlich unser Schweinefilet geworden ist. Das nehmen wir jetzt auch vom Grill runter, legen hier das her und lassen das noch ein, zwei Minuten ruhen. Und in Zwischenzeit richten wir hier den Teller an. Ich habe hier noch ein bisschen frischen Salat vorbereitet. Nehmen wir unser leckeres Chutney, das du ja schon getestet hast. Wir schneiden unser Filet an. Guck mal, das legen wir hier vorne drauf. Und zu guter Letzt mache ich hier noch ein paar Granatapfelperlen. Und et voilà, so sieht das Schweinefilet im Speckmantel aus. Versuch doch mal, ob das hier dem Schloss würdig ist. Das sieht schon sehr gut aus und es duftet herrlich. Herrlich, dieses süß-saure, ausgezeichnet. Und dann dieses Rauch-Aroma vom Speck und aus dem Grill. Sehr, sehr, sehr glücklich, sehr gut. Und ich bin es auch. Ich sage herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf. Und hoffe, wir sehen uns an deinem Sommerkonzert. Das wann nochmal war? Das Liedfestival beginnt Freitag, 12. Juli. Und Freitag, Samstag sind Konzerte und Sonntag in der Früh in der Kirche ein geistliches Konzert. Prima. Ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.